Willkommen auf der Schnellverstecke Köln. Willkommen bei Train Sim World 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Ja, herzlich willkommen von mir aus, eure Rocklady. Ich drücke mal E. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, nach unten, nach links und nach rechts gucken. Okay. Nö, ist alles gut. Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. Okay, ich bewege mich. Ja, wir sind hier am Kölner Hauptbahnhof. Auch mal hier, die ganzen Graffitis hier. Mal die Rolltreppe runter. Dann haben wir hier ein... Was haben wir denn hier? Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Okay, wir können einen Bahnsteig wechseln. Wir können einen Erste-Hilfe-Kasten aufhängen. Ja, das ist Train Sim World 2. Mal eine ganz nette Sache hier. Muss jetzt hier hoch. Jo. Geh ich mal hier hoch. Ah, sieht ja schon nice aus, Freunde, ne? Aber eigentlich, warte mal. Will ich mich mal ein bisschen hier umgucken. Oh, guck mal, da fährt ein Zug. An der S-Bahn. Regio. Okay. Ja, witzig. Wie weit kann man denn hier laufen? Ja, krass. Da geht's über den Rhein, Freunde. Ich bin Bahnbedienstete, ne? Also ich darf das jetzt. Ihr macht das bitte nicht. Der Kölner Dom, ja geil. Ihr macht das bitte jetzt nicht. Ich bin Bahnbedienstete, ich darf das. Ich habe eine Sondergenehmigung. Cool, da oben, ein Flugzeug kommt. Man hört das richtig. So, immer schön gucken, auch wenn es dann zu spät ist. Aber der Zug ist hier gerade durch. Ich weiß, ich darf hier ja nicht rüber. Aber ich bin trotzdem mal neugierig. Und ich muss das hier alles im Auge behalten. Ach, guck mal hier, das ist hier alles kaputt. Zutritt verboten, Schilder, jawohl. Was ist das hier? Fahrrad. Oh, hier steht das Wasser. Leute. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Dann könnte ich nämlich... Ach, guck mal hier. Oh, nee, nee, die... Halt ein Fährlaunzug. Ja, krass. Dann haben wir hier. Dann haben wir den Rhein. Das sieht ja schon nett aus, ne? Zwar nicht so hoch, wie er eigentlich ist, also die Brücke. Aber ich frage mich, warum stehen hier Fahrräder? Ganz ehrlich. Warum stehen hier Fahrräder? Können wir auch über die Brücke? Nee, leider nicht. Oh, da kommt schon die Polizei, hört ihr? Nee, können wir leider nicht rüber. Oder fliegt hier vorne? Zup hat mich der Zug mitgenommen. Krass. Ja, ich guck mir mal hier alles an, ne? Und dann gehe ich meine Mission weitermachen. Cool. So, aber wie gesagt, ihr macht das bitte nicht nach, weil ihr seid keine Bahnbediensteten. Und dementsprechend dürft ihr das nicht. Warum liegen denn da Schienen rum? Okay, Bahnschwellen. Ja, ihr wisst schon, Schienen halt, ne? So, dann gucken wir nochmal unten nach, ob wir unten noch was übersehen haben.
Schnell hier runter, die Polizei kommt schon. Gehen wir hier nochmal alles ab. Sieht aber alles sauber aus. Erste-Hilfe-Kasten ist auch da. Sauber. Nö, sieht doch alles in Ordnung aus. Gehen wir mal hier hoch. Hier haben wir alte Bahnschwellen, ist auch okay. Die liegen ja nicht direkt da, wo die Leute laufen. Ach, guck mal, hier können wir auch noch runter. Gehen wir auch noch mal gucken hier. Ob hier noch irgendwas ist. Erste-Hilfe-Kasten hängt. Was haben wir hier? Gucken wir jetzt hier alles an, Freunde. Hallo? Hier waren wir schon, ne? Ja. Ja, ist schon cool, ne? Was ihr hier unterm Bahnhof langlaufen könnt, überall. Ja, ich weiß, ich soll die Mission machen, aber ich muss ja wenigstens hier alles checken, ne? Das ist Bahnsteig 1. Gehen wir auch mal durch. Vielleicht gibt es ja hier noch was, was wir absichern müssen. Oh. Hier ist schon alles gesichert. Ja, und so könnt ihr euch dann jeden Bahnhof angucken. Und wenn hier irgendwas ist, was nicht hier hingehört, das müsst ihr dann den Leuten mitteilen. Wie weit kann ich denn jetzt hier laufen? Oh Leute, wie weit? Kann ich die ganze Strecke jetzt hier ablaufen, wa? Ja, krass. Ja, das hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Kommt ja wohl kein Zug. Da stehen zwar hinten zwei, aber die tun nichts. So, dann gehe ich mal hier hoch. Was ist hier? Ah! Das Schild war nicht, hier steht nirgendwo ein Schild. Kann das sein? Nicht betreten. Guck mich mal hier nur um. Da steht mein Zug. Wie gesagt, ihr dürft das nicht. Ich darf das. Ich muss das hier überprüfen, alles. Weil es könnte ja mal sein, dass hier irgendwo was kaputt ist. Ach, guck mal hier. Ich habe es mir fast gedacht. Aber hier ist schon was hingestellt worden. So, hier ist ein ICE. Jetzt müssen wir aber da hinten hin. Muss mal eben darüber. Mal eben nachgucken. Weil hier hinten lagen ja noch so Sachen rum. Weil die haben eigentlich hier nichts zu suchen, ne? Aber hier ist alles okay. Die dürfen hier wohl liegen, die Bahnschwellen. Okay. Dann wird das wohl alles seine Richtigkeit haben. Dann gehen wir mal darüber. Da müsste ein Zug gleich einfahren, wenn ich das da richtig sehe. Und wir laufen darüber. Seht ihr, das ist das, was ich meine.
So, 90 Meter. Gucken wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Betreten Sie den Führerstand. Zug nach Aachen. Na gut. Betreten wir den Führerstand, Freunde. Das sieht richtig geil aus. Da soll ich hin. So, setzen Sie sich auf einen beliebigen freien Sitz in diesem Wagen. Okay. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Aha. Ja gut, das können wir machen, aber das wollte ich nicht machen. Pause-Menü aufzurufen. Das wäre jetzt das Pause-Menü. Und dann können wir hier im Nachrichten, können wir alles aufrufen. Zur Personaltür. Ach da. Okay, dann geht's jetzt zum Zug, Freunde. Dann machen wir mal die Tür jetzt zu. Die geht sogar zu. So. Öffnen Sie und gehen Sie hinein. Hallo. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Okay, dann setze ich mich da mal drauf. So, ich sitze jetzt da drauf. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Aha. Also 50 oder ist das? Nee. 35 km/h, okay. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Okay. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Okay. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Mhm. Auch verstanden. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungen-Menü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Eine Countdown. Okay, das Gleis vor Ihnen ist frei. Vorsicht, seien Sie bereit anzuhalten. Das Gleis vor Ihnen ist belegt. Das Gleis vor Ihnen ist frei und 160 kann ich fahren auf 157 Metern. Okay, aber hier ist doch so eine Beschränkung, ne, da unten. Okay. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Okay, dann fahren wir los, Leute. Haha. Ab geht's. Juhu. Die Strecke verläuft von hier aus bis zur Grenze zu den Niederlanden und Belgien und ist Teil des internationalen Streckennetzwerks von Zügen, die quer durch Europa fahren. Da kommen andere Züge. Leute, da ist ein Zug. Bei diesem Zug handelt es sich um einen Intercity-Express der dritten Generation, der von Siemens in Deutschland für den internationalen Einsatz gebaut wurde. Er besteht aus 8 Wagen und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde. 320, das ist schon eine, da kriegt er schon Druck auf die Ohren, wenn er richtig fährt. Ach so, das ist dann auf... Train SimWorld bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an...
Kameras. Cool. Sie können zwischen internen und externen Kameraansichten wechseln, indem Sie den rechten Stick drücken. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen im Westen von Deutschland. Bereiten Sie sich auf eine Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der ersten internationalen Eisenbahnstrecke der Welt vor. Erleben Sie den Nervenkitzel beim Fahren des hochmodernen elektrischen Hochgeschwindigkeitszugs ICE 3M mit bis zu 250 km pro Stunde. Nehmen Sie alternativ die Sehenswürdigkeiten der Grenzregion in Augenschein, während Sie den vielseitigen Gelenktriebzug BR442 Talent 2 fahren. Ob internationaler Express- oder beschaulicher Pendlerzug, Sie bestimmen das Tempo. Vergessen Sie nicht, auf dem Weg Streckenkarten zu platzieren, Sicherheitsschilder anzubringen, Verkehrsleitkegel zu platzieren und Erste-Hilfe-Punkte aufzufüllen. Willkommen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Aachen. Okay, Freunde. Okay, das war mal so ein kleines Tutorial, würde ich sagen. Erkunden. Wir können jetzt hier noch ein bisschen erkunden. Training. Nein, wir können jetzt zu Fuß erkunden. Was haben wir denn noch hier? Interessant. Wir können ja mal zu Fuß erkunden. Okay. Moment. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Düren? Sind wir jetzt in Düren bei Aachen? Ja, komm, Freunde, das machen wir mal eben. Gerade waren wir in Köln, jetzt sind wir in Düren. Jo, tatsächlich. Dann gucken wir uns in Düren auch mal eben um. Hier ist ein... Cool. Cool, so eine alte. Da kamen früher die Dampfloks und haben hier die, ne? Eine alte Drehscheibe. Krass. Düren bei Aachen. Oder Düren. Okay, hier steht sogar Düren. Da stehen noch zwei ICEs. Wir gucken uns mal hier um, hier der Bahnhof in Ordnung ist, ob alles Dopschi ist. Ah, hier waren bestimmt auch mal Gleise. Gucken wir uns mal um, ob irgendwelche lieben Leute hier schlafen. Wir müssen natürlich aufpassen, hier ist überall Zugverkehr. Dementsprechend... Oh, was haben wir hier? Jawohl. Müssen wir entdecken, sowas. Ich gehe mal jetzt hier rüber. Ich darf das. Oh Gott, wenn jetzt hier ein Zug kommt. Gefährliche Geschichte, Freunde. Macht das bitte nicht nach. Und wir gucken uns mal um, ob hier noch irgendwas repariert werden kann, weil meine Kollegen sind immer so unter Hochdruck an anderen Sachen beschäftigt. Bedächtigt. Dass sie gar nicht dazu kommen. Und wenn ihr hier in Düren seid, beziehungsweise irgendwie vorbeikommt, könnt ihr mal schreiben, ob das für euch relevant ist hier, wie das dargestellt ist. Ich guck mich mal hier um. Aha, was haben wir hier? Talentierte Übernahme. Okay, ich gucke mich mal hier unten um, ob auch hier alles stimmt. Okay, hier kann man nur von A nach B. Talentierte Übernahme. Aber sieht schon richtig gut aus, ne? Oh, was haben wir hier?
Das Schild ist mal wieder nicht in Ordnung. Ja, die Schilder, da müssen wir der Bahn immer wieder sagen, ihr müsst das reparieren. Weil, ja, die Bahn ist da teilweise auch überfordert. Überleg mal, wie viele Strecken jetzt die haben, ne? Aber dafür gibt es uns ja und wir können das alles überprüfen. Ah, hier ist so eine alte, was heißt alte, so eine Anlage. Aachenwände. Nein, ich will hier nichts mit. Gucken uns hier mal eben um. Und dann ist es auch Zeit für das nächste Video. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was hier nicht sein soll. Kann ich eigentlich in so einen Zug da rein, der da steht? Würde mich jetzt mal einfach so interessieren. Ich gehöre ja zur Bahn, ne? Jo, ich kann. Geil. Ja, cool. Ich kann. Sehr schön. Guten Tag. Belohnung? Ah, okay. Ich habe eine Belohnung gekriegt, dass ich den Zug aufgemacht habe. Wie geil ist das denn, bitteschön? So, dann gehen wir mal wieder raus, vorsichtig. Wenn ich das mit dem anderen mache, kriege ich auch eine Belohnung. Gucken wir mal. Kein aktiver Zugdienst, okay. Da sind aber schön sauber, muss ich sagen. Alles gut. Gescheckt haben. Ja, Freunde, und wenn ihr auch hier mal mit mir fahren wollt und sehen wollt, wie die Strecke hier von Köln nach Aachen ist, dann achtet mal auf meine nächsten Videos, abonniert den Kanal, dann wisst ihr auf jeden Fall, wann das nächste Video kommt. Einen festen Termin habe ich da noch nicht, aber ich verspreche euch auf jeden Fall, das wird kommen und es wird auch noch die Fahrt von Bochum nach Duisburg kommen, die habe ich euch sowieso noch für euch bereit. So, ich sag mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Rocklady. Bye.